Jetzt kommt ein kleiner Kolikeim durch den Strichkanal rein und sagt, bisschen schmutzig gemalt, gönn. Staphylococcus aureus, ein leidiges Thema. Möchtest du sanieren oder Staphylococcus aureus gering halten in deinem Betrieb? Dann bist du goldrichtig beim Aureus-Webinar. Mehr Infos dazu am Ende der Folge. Ein rechtlicher Hinweis, diese Podcast-Folge ersetzt keine tierärztliche Beratung vor Ort. Wir reden hier lediglich über unsere Meinungen und Erfahrungen. Kuhverstand Podcast, der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen. Denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität. Für dich und dein gesamtes Hofteam. Christian Völkner, der Gründer vom Club der alten Kühe, ist dein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Mikrobiologie ist ihr Hobby und hat sie auch zum Beruf gemacht. Aufmerksam wurde ich auf sie durch ein Clubmitglied. Dort sind wir durch den Stall gegangen und da sagt das Clubmitglied zu mir, hey, die kennt sich super aus in Sachen Keimen in der Milch. So, das ist eine super Adresse. Die musst du dir mal in den Podcast einladen. Und ich habe es gemacht. Herzlich willkommen im Podcast Birgit Schwagerig. Ja, hallo. Ja, schön, dass wir uns hier heute treffen können, hier in Schleswig-Holstein. Was machst du und wie bist du dazu gekommen, dass du von dir sagst, Mikrobiologie ist mein Hobby? Ich will nicht allzu weit ausholen. Ich habe Landwirt gelernt, dann habe ich Tiermedizin studiert in Berlin. Da gab es auch schon Vorlesungen zur Mikrobiologie, die mich nicht beeindruckt haben. Da war es noch nicht mein Hobby. Dann bin ich über ein paar kleine Umwege zum damaligen Landeskontrollverband nach Güstrow, also Mecklenburg-Vorpommern, gekommen und wurde so quasi ins kalte Wasser geschmissen nach dem Motto, wir brauchen jemanden, der in der Praxis die Milchviehbetriebe berät. Wir brauchen aber auch jemanden, der ein Mastitis-Labor aufbaut. Gut, wen haben wir da? Ach, eine junge Tierärztin. Die muss das können, die hat das schließlich studiert, also war ich dran. Und dann musste ich wohl oder übel mich mit der Sache anfreunden. Und je mehr ich da in die Materie reingerochen habe, desto interessanter wurde das für mich. Und das, was ich im Studium sehr theoretisch irgendwie gelernt habe, das kriegte jetzt auf einmal Leben und ein Gesicht. Und ich habe dann wirklich mit Faszination mich da weiter reingekniet und bin im Prinzip bis heute dabei geblieben. Ich mache immer noch diese zweigleisige Arbeit. Einerseits die Beratung im Betrieb, wo ich genau sehen kann, was Mikroorganismen anstellen können. Und andererseits die Diagnostik im Labor, wo ich die Mikroorganismen dann ganz genau vor meinem Auge habe und sie begutachten kann und die Beziehung zu dem, was im Stall passiert, herstellen kann. Das zweite Feld, das im Stall, ne, bei den Landwirten auf den Höfen. Mhm. Wie sieht das da denn in der Praxis aus? Ja, also Landwirt oder Tierarzt, ich würde fast sagen, es hält sich die Waage, also Hoftierarzt in der Praxis, rufen mich an, wenn sie ein Problem haben, mit dem sie allein nicht mehr klarkommen, wo sie Hilfe brauchen, ganz platt gesagt. Und die Fragen, die ich dann immer stelle, mal abgesehen davon, um wen es sich handelt und wo der Betrieb liegt und so weiter, also die reinen Kontaktdaten, sind dann meistens erstmal die grobe Zuordnung, handelt es sich um ein Stoffwechselproblem, handelt es sich um ein Klauenproblem oder eine Kälberproblematik, das muss man ja erstmal grob einordnen. Wenn es sich um Eutergesundheitsfragen handelt, dann stelle ich natürlich gezielte Fragen, wie war die Klinik bis jetzt, wie hat sie sich gezeigt, was sind schon für Maßnahmen ergriffen worden, gibt es schon bakteriologische Befunde. Ich hole mir, wenn es irgendwie geht, einen Zugang zu MLP Online hier in Schleswig-Holstein oder zu LKVQ in Mecklenburg-Vorpommern. Ein ähnliches Programm gibt es auch in Brandenburg, da bin ich auch ab und zu tätig, so dass ich die Eutergesundheitsdaten auf dem Papier erstmal habe
Und ich versuche möglichst viel von dem Betrieb an sich an Informationen einzuholen. Wie ist er aufgestellt? Welche Rasse hat er? Wie ist das Management aufgestellt? Ist es ein Familienbetrieb? Gibt es vielleicht auch zwischenmenschliche Probleme? Denn manchmal ist das der Grund, warum alles schief läuft. Und das ist manchmal auch der Grund, warum ich eine Beratung ablehne. Ja, super. Das heißt, Beratung wird abgelehnt. Warum genau? Der Klassiker ist eigentlich Vater-Sohn. Ich habe einen Familienbetrieb, der bis dato in der Regie des Vaters lief. Jetzt soll der Sohn das weitermachen. Der Vater ist aber trotzdem noch dabei. Vater sagt Hü, Sohn sagt Hot. Sie können sich absolut nicht einigen. Das geht also bis vors Gericht manchmal. Und ich soll dann entscheiden, wer Recht hat. Und jeder spricht einzeln mit mir, aber nie die beiden zusammen. Und ich kann keine Beratung machen mit dem einen, der sagt, ich will das und das. Und mit dem anderen, der sagt, ich will das aber gar nicht. So, da kann ich nur zwischen die Fronten kommen und habe nur letztendlich verloren, weil so einem Betrieb kann man nicht helfen. Der muss sich erstmal interfamiliär einigen. Und wenn ich weiß, wer den Hut auf hat und wer das Sagen hat, dann kann ich mit dem reden. Aber wenn da zwei sind, die gegensätzlicher Meinung sind, keine Chance. Ja, dann melkt jeder, wie er will. Ja, dann kann man dem einen was sagen und der andere versucht das dann wieder in ad absurdum zu führen und dem eins auszuwischen. Also da passieren böse Kriege, in die ich mich nicht einmische. Das sind aber seltene Fälle, muss ich sagen. Also grundsätzlich weiß ich, mit wem ich zu reden habe und wer den Hut auf hat. Und derjenige möchte ja auch, dass es weitergeht, dass es vorangeht. Also werde ich dann meine Arbeit auch nicht blockiert. Aber wenn es mal so kommt, das sage ich von vornherein dann, Leute, klärt erstmal eure Familiengeschichte und dann könnt ihr mich wieder anrufen. Wenn so ein richtiger Keimdruck da ist und man richtig Ärger hat oder mit Erregern Ärger hat, ne, so, man möchte weiter. Also ich könnte mir vorstellen, dass das bei dem einen oder anderen auch dazu führt, dass diese familiären Dinge angegangen werden. Aber dann spitzt sich so der eine oder andere Konflikt richtig zu. Ne? Dann geht es so ans Eingemachte. Ne? Der eine merkt so und der andere merkt so. Und der eine sagt, das habe ich immer schon so gemacht. Und der andere sagt, das ist nicht mehr aktuell und so weiter und so fort. Ne? Ja. Aber wie gesagt, das ist eine seltene, Gott sei Dank seltene Randerscheinung. Ja. Und dann fährst du auf den Betrieb, nachdem du diese ganzen Daten eingeholt hast. Genau, dann machen wir einen Besuchstermin aus und ich fahre dahin und gucke mir das Ganze vor Ort an. Okay. Und worauf achtest du dann da? Ja, da habe ich also so einen inneren Ablaufplan. Das erste ist, dass ich mir, wenn ich den Landwirt noch nicht kenne, es gibt ja auch Betriebe, die mich zum wiederholten Male anfordern, ne? Die ich also regelmäßig betreue. Aber falls ich den Landwirt noch nicht kenne, setzen wir uns erstmal irgendwo zusammen und ich nehme erstmal Tuchfühlung auf, wo geht dann die Reise hin? Bis hin zu, wie ist die finanzielle Grundlage? Ich habe auch schon Fälle gehabt, wo praktisch keine Reserven mehr war, wo es nicht mal mehr Kraftfutter gab. Da muss ich natürlich nicht über fütterungsbedingte Mastitiden reden, wenn das Futter schon fehlt, ne? Oder wenn das letzte Stück gammelige Silage gefüttert werden muss. Da brauchen wir uns dann über andere Sachen auch nicht mehr zu unterhalten, ne? Das versuche ich also erstmal so ein bisschen rauszufinden, indem ich mir auch dann ganz in Ruhe von dem Landwirt oder dem Hoftierarzt oder im Idealfall von beiden das Problem erklären lasse, wie ist das eigentlich alles zustande gekommen, wie hat sich das entwickelt, was war vorher und so weiter und so fort. Gab es Tierzukäufe, wurden irgendwelche Melker ausgewechselt oder gibt es überhaupt einen Personalengpass und was da alles so reinspielen kann, damit ich erstmal so einen Eindruck vom Betrieb habe und weiß, in welche Richtung er eigentlich gehen möchte. Und dann gehe ich in den Stall zusammen mit dem Manager und auch dem Hoftierarzt, wenn er dabei ist. Und starte eigentlich, wenn es um Eutergesundheitsprobleme geht, immer bei der Abkalbung, dann zu den Frischkalbern, dann zu den Hochleistungstieren und so weiter. Die Laktation praktisch bis hinten durch, bis zu den Trockenstehen. Dann gucke ich mir die Silos und die Futtermittel an. Mache ich im Stall sowieso auch. Also ich gucke mir auch genau an, wie die Tiere reagieren. Gucke mir auch einzelne Tiere an, mache dann eine klinische Untersuchung an einzelnen Tieren. Achte auch darauf, wie das Klima ist, wie die Belegung ist, wie die Liegeboxenqualität ist und so weiter. Also das Ganze drumherum. Und wenn es irgendwie geht, gucke ich mir auch natürlich das Melken an. Manchmal geht es nicht beim ersten Besuch, dann komme ich auch gerne noch ein zweites Mal, weil das Melken nun mal essentiell ist bei der Beurteilung der Eutergesundheit. Welche Erreger spielen die größte Rolle und was ist vielleicht auch wichtig zu wissen oder wie kategorisierst du die? Ja, da muss man vielleicht ein bisschen regionale Unterschiede machen, weil mein Eindruck ist, dass in Regionen zum Beispiel an der Nordsee
Also platt gesagt Schleswig-Holstein, Niedersachsen, das Erregerspektrum ein anderes ist als in Mecklenburg-Vorpommern. Wiederum etwas anders als in Brandenburg. Viel mehr kann ich eigentlich nicht beurteilen, weil das die Regionen nur sind, die ich auch bereise und berate. Wenn ich jetzt von Mecklenburg-Vorpommern ausgehe, wo ich genaue Zahlen habe, spielt Streptococcus uberis die absolute Hauptrolle, ist also mit ungefähr 19% der positiven Befunde beteiligt. Ansonsten sind koliforme Keime im weitesten Sinne, also E. coli, Klebsiellen sind jetzt im Kommen, auch Merseratia und andere aus dieser Truppe der gramnegativen Darmkeime, also der koliformen Keime, wenn man so will, sind häufiger geworden. Staphylococcus aureus ist deutlich zurückgedrängt, zumindest in Mecklenburg-Vorpommern. Das vermute ich, ist in Schleswig-Holstein etwas anders. Galt, also Streptococcus agalactiae, ist bei uns wirklich nur noch ausnahmsweise ein Problem. Ich würde auch sagen, auch nur ausnahmsweise wirklich vorhanden im Bestand, weil wir immer auf Galt auch mit untersuchen. Da kann man von maximal 2% der Proben ausgehen. Es ist eher noch viel weniger geworden, also das kommt nur noch ganz selten vor. Es gibt 1, 2, 3 Betriebe, wo wir das wissen, dass die mit Galt infiziert sind. Aber ansonsten ist es so über das Land verteilt so gut wie gar nicht mehr vorhanden. Das war also vor 20, 30 Jahren komplett anders. Wie die Galt-Situation in Schleswig-Holstein ist, kann ich nicht so genau sagen. Es scheint auch nicht so häufig zu sein. Aber die Anforderungen aus Schleswig-Holstein betreffs der Untersuchung zeigen eher, dass es eben auch nicht das Problem ist. Ja, wir haben auch ab und zu mal Hefennachweise, ganz, ganz selten Prototheken. Und ich würde sagen, damit haben wir schon die Keime umrissen, die überhaupt immer mal wieder auftreten bzw. am häufigsten dabei sind. Und bei Uberis? Was zeichnet den aus? Wie kann man am besten gegen den vorgehen, sag ich mal? Streptococcus uberis ist nicht ein Erreger, also genetisch betrachtet. Das ist eine ganze Truppe von Streptokokken, die alle unter dem Begriff uberis subsumiert werden. Das muss man erstmal wissen. Er ist auch in seinen Reaktionen ziemlich unterschiedlich. Also wenn wir jetzt noch richtig biochemisch arbeiten würden im Labor, dann hätten wir zum Beispiel unterschiedliche Serogruppen mal und unterschiedliche chemische Reaktionen. Also das ist eine sehr inhomogene Gruppe, die Streptococcus uberis. Das ist jetzt deutsch nicht ganz korrekt, aber man also, muss einfach wissen, es ist nicht eine. Also eine Familie mit verschiedenen Hautfarben und ja, so es ist, und Größen. Gemischte Truppe, ja. Gemischte Truppe. Was einheitlich ist, dass er sehr häufig vorkommt, dass er offensichtlich in jedem Stall als normaler Umwelt- und Darmkeim zu Hause ist und dass seine Ausbreitung immer mit irgendwelchen Hygiene- und allgemeinen Abwehrfaktoren der Kuh zusammenhängt. Dass er zwar durch Antibiotika relativ gut zu bekämpfen ist, es gibt wenig Resistenzen, aber wo der eine Uberis war, kommt der nächste bestimmt. Also es gibt Untersuchungen von Professor Krömker, der das wirklich genetisch auseinandergetrieselt hat und gesagt, es ist nicht der gleiche Streptococcus uberis, der bei einer wiederkehrenden Mastitis antritt, sondern wenn die Kuh einmal eine Infektion mit klinischer Mastitis durch Streptococcus uberis hinter sich gebracht hat, dann kommt die zweite Infektion mit einem anderen Streptococcus uberis umso schneller und die dritte noch schneller. So dass die Gefahr eigentlich, die von diesem Keim ausgeht oder von dieser Gruppe von Keimen, ist, dass sie das Eutergewebe in irgendeiner Weise so schädigen, dass die nächste Infektion sehr viel schneller haftet und dass man dann am Ende doch wieder eine chronisch kranke Kuh hat. Ach, okay. Und ich sag mal, wenn die erste Euterentzündung kommt mit Uberis, wenn man die schnell in den Griff kriegt, sag ich mal, ist dann die Gefahr, dass die nächste später kommt, höher? Also kriegt man das dann dadurch besser hin, kann man das so sagen? Also je leichter eine klinische Erkrankung abläuft, desto weniger Eutergewebe geschädigt wird, umso eher ist es auch logisch, dass dann eine nächste Infektion nicht so schnell greift. Also die Schwere der ersten
Entzündung entscheidet sicherlich darüber, wie schnell die nächsten Entzündungen kommen, also die nächsten Infektionen mit Entzündung und ob sie überhaupt kommen. Und leider ist das nicht unbedingt davon abhängig, ob man die Kuh jetzt effektiv mit einem Antibiotikum behandelt, weil sich gezeigt hat, dass also mit und ohne Antibiotikum die Heilungsrate ungefähr die gleiche ist. Ach. Ja, das heißt also, entscheidend ist eigentlich, wie gut die Kuh insgesamt drauf ist, sage ich jetzt mal, wie gut ihr Immunsystem funktioniert, wie effektiv es funktioniert. Weil gut wird immer mit stark gleichgesetzt, das ist falsch. Wir wollen kein starkes Immunsystem, weil genau das macht uns die meisten Kopfzerbrechen. Viele Reaktionen gehen in die allergische Richtung. Das heißt, auf eine relativ banale, harmlose Infektion reagiert sie mit einer überschießenden Immunreaktion im Sinne einer Entzündung. Und genau diese Entzündung ist das Problem. Und eigentlich nicht der Keim, der vielleicht ein bisschen Euterepithel zerstört. Also diese Euterentzündung mit Eiter, mit Flocken ist ja, genau. Eiter und Flocken, okay, das sind dann die weißen Blutkörperchen, die in Massen ankommen und natürlich das abgestoßene, gestörte Epithel. Das sind ja verschiedene Zellen und, ich sag mal, Reste der Infektion, der Klinik, die dann ausgeschieden werden. Aber das Problem ist eigentlich noch viel tiefer drin in der Kuh. Sie hat also wirklich dann ein komplett verändertes Blutbild. Sie hat hohe Entzündungsparameter und die Kuh insgesamt ist eigentlich krank. Du sagst, das Immunsystem, wenn das zu stark ist, reagiert es schnell über. Ja, genau. Es ist eine Überreaktion des Immunsystems. Und wenn es nur angepasst reagieren würde, kommen die eigentlich viel glimpflicher dadurch. Genau, dann wird auch ein Streptococcus uberis relativ schnell durch die natürlichen Mechanismen der Abwehr im Euter wieder rausgeschmissen und gut ist. Die Blutbilder, die ich allerdings schon häufiger gemacht habe, um der Sache auf die Spur zu kommen und auch die Stoffwechselparameter, denn viele Mastitiden sind durch Hygienemängel und Fehler beim Melken eigentlich nicht zu erklären, weil gerade auch die sogenannten Kolimastitiden, die noch mehr in diese Richtung gehen, wo es wirklich um quasi allergische Reaktionen auf eine relativ harmlose Infektion handelt. Da haben wir eben festgestellt, dass die Kuh als Ganzes so sehr im Entzündungsmodus ist, dass man vor allen Dingen dieses Problem behandeln muss und dann auch Erfolg hat bei der Bekämpfung der Mastitis an sich. Das heißt, die wird vorzugsweise nicht mit Antibiotika behandelt, sondern mit Entzündungshemmern. Bei Koli. Genau, bei einer nachgewiesenen Infektion mit E. coli mit entsprechender Klinik. Kein Antibiotika? Kein Antibiotikum. Oh, und das geht gut? Und das geht gut. Trauen sich wenige ran. Wer sich traut, bereut es nicht. Okay. Und ich bin jetzt im Stall und merke hier, es ist wässrig, es ist Coli. Dann muss ich doch, also von meiner Logik her, so denke ich, dann muss ich doch sofort sehen, dass ich mit Antibiotika da was mache. Also wenn ich weiß, dass es wirklich ein gramnegatives Bakterium aus dem Darm ist, ich sag mal E. coli ist es ja nicht immer, es sind ja auch mal Klebsiellen und so weiter, ne? Dann würde ich immer erstmal einen richtig wirksamen Entzündungshemmer setzen, der also diese allgemein entzündliche Reaktion runterdrosselt, an der die Kuh sterben kann, wie wir wissen. Ja, sie kriegt hohes Fieber, das ganze Blut. Das Gefährliche ist gar nicht der Erreger, sondern die Entzündung. Richtig, das wollte ich damit rüberbringen, dass die Reaktion der Tiere auf den Erreger eigentlich in den meisten Fällen heutzutage das Problem ist und nicht der Erreger selbst, wenn es sich um E. coli und eben auch Streptococcus uberis handelt. Und man kann fast sagen, dass in Herden mit sehr hoher Leistung, ich rede da so von 35 bis 40 Kilo Melkdurchschnitt, da müssen wir wirklich eine geordnete Prophylaxe, ein Organigramm haben, wie man mit Tieren umgeht, die erste Anzeichen einer allergischen, entzündlichen Reaktion zeigen. Nämlich nicht warten, bis es so richtig zum Kochen gekommen ist und die Kuh festliegt. Dann ist es immer schwierig, noch was zu machen. Weil das Immunsystem kann uns ganz fix umbringen. Ja? Man denke nur mal an Bienenstich, ne? Weil da empfindlich ist. Ne? Zack, die Biene hier reingestochen und in einer Stunde bist du weg. Ne? Weil alles hier eingeschwollen ist und das war's. Ne? Keine Luft gekriegt. Ja, das ist eine spannende Sichtweise. Man hat immer so positive Assoziationen mit gutes, hohes Immunsystem. Ja, und so, ne? Man muss das differenzieren. Ja. Es soll effektiv arbeiten, aber nicht übermäßig. Ja. Es kann uns umbringen. Ja. Ja. Wenn die Armee zu sensibel ist und gleich losballert, wenn bloß irgendwo eine Leuchtrakete am Himmel erscheint, so kann man sich das vorstellen. Das ist ja eine Armee, die überall aufgestellt ist, die in Lymphknoten ist,
die im Blut kursiert, die im Gewebe ist. Ne? Überall sind Wachposten. Und jetzt kommt ein kleiner Kolikeim durch den Strichkanal rein und sagt, bisschen schmutzig gemolken. Und dann sagt der erste Wachposten schon, Corona-Alarm! Alle Mundschutz anlegen, die Waffen scharf machen. Wäre völlig überflüssig. Völlig überflüssig. Es würde reichen, wenn dieser Wachposten sagt, ey, kleiner Koli, verpiss dich hier, du hast hier nichts zu suchen. Und dann ist er wieder weg und alles ist gut. Aber stattdessen wird die große Glocke geschlagen und alle rennen mit Mundschutz und Desinfektionsmittel rum und haben eine Überreaktion, dass einem nur schlecht werden kann. Und irgendwann kollabiert das ganze System, weil es das kräftemäßig gar nicht durchhalten kann. Und wir haben dann, sage ich mal, mit einer Kanone, mit vielen Kanonen auf einen kleinen Spatz geschossen. So macht das Immunsystem und so passiert das im Großen auch. Ja, das war praktisch die Antwort auf die Frage, was ist das Immunsystem? Ja, genau. Das ist eine Armee, die mitunter ein bisschen übermotiviert ist. Das heißt, wenn ich jetzt Überriss bei mir feststelle, dass ich das habe, als gibt's, Kuh. Nee, der Landwirt stellt fest, er hat, er schickt Proben ein und da ist Überriss. Mm. So. Ja. Und du sagst, das ist eine bunte Truppe. Gibt es eine pauschale Antwort, was helfen kann oder was auf jeden Fall schon mal gut ist, um da in die richtige Richtung zu wirken bei Überriss? Also es gibt Grundprinzipien, die für jeden Betrieb gelten und es gibt natürlich für jeden Betrieb dann auch eine Betriebsspezifik. So, das, also mit dem Standard komme ich dann erstmal an und schaue mal, wie man den Standard für diesen Betrieb modifizieren kann. Zu dem Standard gehört auf jeden Fall eine exakte Melkhygiene und auch, wie wir jetzt festgestellt haben, eine sehr gute Liegeboxenhygiene. Weil es ist schon so, dass die Erregerdosis letztendlich entscheidet, ob es eine echte Infektion mit klinischen Folgen gibt oder nicht. Das heißt also, Überriss ist immer da, aber wenn jetzt bloß 10 Keime pro Melkvorgang ins Euter gedrückt werden, weil eben bei einer hohen Milchflussrate auch Strichwaschen und Rückspray oder zurückdrücken der Milch ins Euter vorkommen, dann ist das sicherlich kein Problem. Wenn das aber 10 Millionen sind, dann ist die Immunabwehr des Euters damit überlastet und dann gibt es eben eine entsprechende Reaktion. So, das heißt also, die Hygiene ist wichtiger denn je. Das, was wir an Standards vor 30 Jahren noch für gut befunden haben, ist heute für 40, 50 Liter Kühe nicht mehr zu gebrauchen. Die müssen wirklich eine sehr saubere Liegefläche haben und sie müssen auch sehr hygienisch gemolken werden. Und da kann man ansetzen, zum Beispiel mit Vordippen, dass also der Strich vorm Melken nochmal quasi desinfiziert wird, also die Erregerdosis stark reduziert wird. Dann natürlich solche Standards wie mit Handschuhen zu melken, diese Handschuhe auch ab und zu mal zu desinfizieren, für jede Kuh nur einen Lappen zu nehmen. Das sind eben Sachen, die müssen gewährleistet sein, damit diese Erregerdosis, die beim Melken an das Tier rankommt, in das Euter reingedrückt wird, unter Umständen möglichst gering ist. Und dann hat man schon ganz viel gekonnt. Denn noch ein Erreger, mit dem ich ja persönlich ja auch zu tun hatte, das war der Aureus. Und bei mir war das immer so, wenn ich gemerkt habe, da hat eine Kuh ja eine entzündliche Reaktion, so, ich schicke erstmal eine Viertelgemächsprobe ein. Und ich habe die Kuh dann auch behandelt. So, weil ich denke, dann muss da ja was sein, muss ich ja behandeln. So. Und weil das ja dauert, bis ich den kenne, ne, ich habe sofort behandelt, aber ich wusste dann im Nachhinein, was los Sache ist, sozusagen. Und wenn sie dann Aureus hatte, dann hat sie bei mir gelbe Fußbänder umbekommen. Dann habe ich das Geschirr nochmal mit Wasser durchgespült und zwar lebenslang. Also die hat sie immer unbehalten. So jetzt desinfiziert habe ich es nicht, das Melkgeschirr. Ich habe nur mit Wasser durchgespült und ich habe sie nicht mehr besamt, weil ich dachte, weil sich das ja irgendwie verkapselt und ich möchte da rauskommen. Ne? Was ist das für ein Erreger? Was unterscheidet diesen Aureus von den anderen? Ja, Staphylococcus aureus ist auch eine große Gruppe, muss man dazu sagen. Da gibt es auch ganz viele genetische Variationen. Nun ist es aber so, dass die meisten Staph aureus, ich sag mal, relativ harmlose, banale Eitererreger sind, die überall und nirgends rumkurven, die gerne auf der Haut sitzen, ohne dass irgendwas passiert bei Mensch und Tier.
Und wenn dann eben mal eine Wunde ist, ja, dann greift er an und frisst sich da rein und freut sich. Das ist der Aureus, den wir im Euter nicht fürchten. Es gibt auf der anderen Seite, ja, es gibt unterschiedliche Untersuchungen. Ich sag mal, roundabout 10 genetische Stämme, die wirklich an das Milieu Milch im Euter angepasst sind. Denn das ist eigentlich nicht das Milieu, was Staphaureus im Allgemeinen bevorzugt. Aber es gibt dann immer auch eben so Varianten, genetische Varianten, die dann sich da angepasst haben. Und diese Staphaureus-Stämme sind als, man sagt so schön, Major Pathogens, also wirklich sicher krankmachende, infektiöse, seuchenhafte Mastitis-Erreger zu betrachten. Das ist eine ganz andere Kategorie als Streptococcus uberis, der sowieso als eigentlich harmloser Keim in der Umwelt der Kühe lebt, im Darm vorkommt, im Mist vorkommt und überall. Staphaureus ist ein Bakterium, was als euterpathogener Stamm nicht in den Stall gehört und daher auch saniert werden sollte. Das heißt also, so weit minimiert, dass es keine exponentielle Erhöhung der Infektionsrate gibt. Es gibt also Untersuchungen, zum Beispiel von einem Olaf Österas aus Schweden. Die sind auch schon wieder 15 Jahre alt mindestens. Die besagen, dass 2% so eine Schallmauer darstellt. Das heißt also, wenn ich die Infektionsrate euterpathogener Staphaureus unter 2% drücke, dann kann ich sagen, ich bin auf der sicheren Seite. Ich habe immer mal eine Kuh, aber es wird nicht immer mehr und immer mehr und immer mehr. Ne? Es schaukelt sich nicht hoch, sage ich jetzt mal. Wenn diese Schallmauer überschritten wird, dann ist eben die Infektionsrate größer als die Selbstheilungsrate und dann potenziert sich das ganze Geschehen und irgendwann, wenn man nicht aufpasst, hat man einen halben Stall mit Aureus-Kühen. Und das ist dann ein echtes Problem. Das kann existenzbedrohend sein. Deswegen sollte man da auch wirklich den Anfängen begegnen, eben Mastitiden regelmäßig bakteriologisch untersuchen. Klar, wenn man jetzt eine Mastitis antibiotisch behandelt, dann weiß man natürlich noch nicht, was man behandelt, welchen Erreger, aber man sollte zumindest im Nachgang wissen, aha, es war ein Staphaureus, ich muss die Kuh kennzeichnen und ich muss zusehen, dass sie nicht noch andere ansteckt. Die Ansteckung erfolgt auch hier über die Milch, die infizierte Milch, also im Melkstand im weitesten Sinne. Staphaureus hat die Eigenschaft, sich sehr aktiv im Euter auszubreiten und dann für knotenartige Veränderungen zu sorgen. Das heißt, das Immunsystem versucht, ihn abzukapseln, aber er bleibt trotzdem am Leben in diesen Knoten. Das ist das Problem. Man hat allein beim Trockenstellen, wenn das Euter sozusagen zweimal umgebaut wird, eine Chance, dass das Immunsystem ihn wirklich effizient ausradieren kann. Mithilfe eines Antibiotikums, da ist die Chance relativ gut. Aber in der Laktation kann man ihn durch eine antibiotische Behandlung kaum eliminieren. Es klappt so in der Hälfte aller Fälle vielleicht, aber auch das ist fraglich, weil es gibt dann wenig Nachuntersuchungen von Tieren, die dann wieder gesund sind und eine niedrige Zellzahl haben. Und es fällt keinem auf, wenn die im halben Jahr dann wieder mit einer Mastitis kommen. Also der aufmerksame Landwirt wird dann feststellen, ach guck, die hat schon wieder Aureus. Mhm. Aber man kann davon ausgehen, dass sehr viele Infektionen, die in der Laktation passieren, nicht geheilt werden. So würde ich das mal einfach sagen. Ja, für alle, die da tiefer rein wollen ins Thema und auch mal dich persönlich mitkriegen, wie du darüber redest und auch dir Fragen stellen wollen, die sind im Webinar richtig. Wir machen ein Aureus-Webinar zusammen und die Termine kann man dazu weiter unten in der Artikelbeschreibung finden. Und das wird wahrscheinlich auch wiederholt angeboten, also daher einfach nach unten gucken, da findet ihr dann mehr dazu. Möchtest du noch irgendwas sagen, was du jetzt noch zu Aureus... Das können wir dann später machen. Genau. Da soll es ja auch ein bisschen spannend bleiben, ne? Ja, genau so ist das. Und das war auch schon der erste Teil des Interviews mit Birgit Schwagerick. Im zweiten Teil geht es um das Thema Milchproben nehmen. Sobald der zweite Teil erschienen ist, wird er unten in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Nun zum Staphylococcus aureus Webinar. Ich freue mich, Birgit Schwagerick gewonnen zu haben. Sie saniert Betriebe mit einer geringen Merzungsrate. Das ist sehr, sehr interessant und auch erfolgreich. Und im Webinar behandeln wir,
wie das genau geht. Ne? Wann macht so eine Sanierung Sinn? Wie ist der Ablauf? Was ist wirklich zu beachten? Wie kann man auch die Trockenstehzeit nutzen im Hinblick auf Staph aureus? Welches Trockenstellregime macht Sinn? Du kannst mitreden, du kannst deine Fragen direkt an Birgit stellen. Sie leitet durch dieses Webinar. Ich übernehme dort die Moderation. Ich bin da schon gespannt drauf. Und dieses Webinar wird wiederholt angeboten. Die Teilnehmerzahl ist jedoch pro Webinar auf 30 Teilnehmer begrenzt. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Also am besten jetzt direkt einfach runtergehen, runterscrollen in die Podcast-Beschreibung. Dort findest du alle weiteren Informationen. Mehr Kuhverstand auf www.kuhverstand.de. Und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.